Und weiter geht's hier in unserem kleinen Café. Willkommen zurück. Wir haben derzeit noch geschlossen. Wir machen aber jetzt auf. Wir wollen ja unsere Aufgabe beenden. Wir müssen noch so ein bisschen Chips oder Schokolade verkaufen. Aber dazu fehlen uns die Kunden. Guck mal, da kommt schon einer. Gut. Wir gucken noch einmal. Lebensmittelgeschäft. Hier ist alles da, okay. So, alles repariert, funktioniert alles. Die Mitarbeiter sind motiviert. Schön. Oh, es wurde schon was bestellt. Okay. Hier sollte man echt öfter gucken. Ja, mittlerweile haben wir eine Fritteuse, ja. Ich weiß nicht, hier können wir Burger braten, ne? Auf diesen Dingen hier, ne? Ein Breta oder ein Grill oder wie auch immer. So, hier sieht alles cool aus. Guten Tag. Oh, was haben Sie denn da Leckeres bestellt? Sieht gut aus. Das Kätzchen ist auch schon wieder da. Also von der Performance hier, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Das Spiel, das läuft nicht so wirklich stabil. Können wir ja auch einfach so Eis essen? Ne, das können wir gar nicht. So, was wurde bestellt? Guck mal, das ist schon 3 Bestellungen. Läuft alles. Also irgendwie können wir nicht wirklich mitarbeiten hier, ne? Nee. Wir können nicht wirklich mitarbeiten. Oh, der Laden ist... 4 Leute schon. 4 Leute. Wie sieht das hier aus? Hier, alles cool. Ja, wir haben ja immer noch den Hausmeister, ne? Den haben wir auch noch. Der hat aber nichts zu tun. Also diese Musik hier. Unglaublich, ne? Ey, der Kunde wartet hier. Mach mal hin hier. Komm. Unser Animateur da hinten, der tanzt auch noch vor sich hin. Ja, aktuell 10.000. Wir haben aktuell 10.000. Jetzt warten schon 2 Leute hier. Mach mal hin hier. So. Na. Okay. Liegt ja überall Geld rum. Wo ist denn unser Hausmeister? Der soll das sauber machen hier. Mach mal sauber da. Brauchst da nicht ständig draußen rumzustehen hier. Na, guck mal, mit Schatten hier und so. Das ist ja cool. Ja, unsere Schatten sehen wir natürlich nicht, ne? Oh, es füllt sich hier gut, ne? Schön. Wir machen mal die Müllentsorgung wieder rein hier. Müllhose bestellt. Schön. Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Nee. So, nochmal. Lebensmittelgeschäft. Oh, wir müssen nachbestellen. Beeilung. Beeilung. Der Laden läuft. Super, das gefällt mir. Die Bude ist voll. Ohohoho, das Spiel stockt sehr, ey. Also umso mehr Leute hier reinkommen. Lebensmittelgeschäft. Oh, Ketchup. Kerl, ihr habt doch gerade schon bestellt. Na, zumachen, okay. So, aktuell 3, 4, 5 Leute waren da gerade, ne? Wow. Ist schön. Aktuelle aktive Aufgaben. Eine. Das nervt mich, dass wir die hier nicht annehmen können, ne? Wir müssen jetzt hier warten. Wie gemütlich er auch geht, ne? Er geht einfach so gemütlich. Wir gucken mal in die Verwaltung. Zahle die Prämie. So, dann sind die immer wieder motiviert. Er ist motiviert. Okay. Absteigen. Wie was? Euren absteigen.
Muss ich nicht verstehen, ne? Okay. So. Bude voll. Na, wir haben noch 3 Tische frei. Wir können noch Leute annehmen quasi, ne? Warum nimmt er denn keine weiteren Leute an hier? So, fehlt was? Weil die Köche, die hauen jetzt ganz schön viel durch, ne? Hier ist auch alles soweit drin, ja. Wir könnten hier... Komm, wir bestellen einfach nochmal schon mal nach. Hier auch noch alle Getränke drin. Ja, sieht gut aus. Hier warten so viele Leute, ne? Der wartet auch nicht mehr lang. Der wartet nicht mehr lang. Guck mal, der hat schon mal 3 Kunden gleichzeitig angenommen. Aber es sind da noch 2 Tische frei. Warum nimmt er die jetzt nicht an? Weil die Köche... Stimmt, weil die Köche halt einfach nicht mehr annehmen können, ne? Genau. Die haben nämlich gerade alle 3 zu tun. Hätten wir jetzt noch einen Koch mehr, dann könnten wir die auch annehmen. Also es hätte jetzt gerade an einen Koch gelegen, ja, dass wir nicht mehr annehmen können. Okay. Oh, hier ist schon wieder irgendwas... Wow, ist schon wieder irgendwas kaputt gegangen. Okay. Oh, da hatte ich gerade ein paar Probleme mit der Aufnahme. Ja, weiter geht's. Der Mülleimer ist schon wieder voll. Was ist denn los hier? Ja, uns fehlen Köche, ne? Und Mülleimer ist leer. Uns fehlen eindeutig Köche. Wo kriegen wir die denn noch unter hier? Ja, 3 Aufträge sind aktuell gerade am Laufen. Wo ist denn der dritte Koch hin? Ach, der ist ja wieder im Kühlschrank drin, okay. Wie kriegen wir das? Wir brauchen mehr Köche. Ich möchte ja unbedingt mal die Bude hier voll haben. So, Müllentsorgung. Ja, das ist noch nicht voll. Wow, jetzt müssen wir mal richtig gucken hier. Käse ist ausgegangen. Alles klar, holen wir. Müssen wir jetzt immer zusehen, dass die Köche auch immer ihre Waren haben, ne? Nicht, dass da Kunden abhauen. Weil einfach, die Zutaten fehlen, ne? So. Jetzt geht das ab hier. Wo ist unser... der kann doch jetzt hier annehmen, hier. Der kann alle 3 gleichzeitig annehmen. 10.600 haben wir. Naja, ob wir wirklich Plus machen, das weiß ich nicht. Jetzt nimm doch mal Kunden an, da, Kerl. Jetzt kann er sowieso nur 3 Kunden annehmen, ne? Und der eine wartet hier. Ja. Weil uns... Okay. Wir schließen mal die Bude hier. Der haut dann ab. Die kriegen dann noch ihr Essen. Wir müssen die Küche wieder mal umbauen. Genug Kohle haben wir. Wo hauen wir die Spüle hin? Also es wird echt eng hier. Es wird zu eng hier. Verdammt. Wir müssen auch so einen Arbeitstisch... Einen so einen Arbeitstisch müssen wir irgendwo nur hier unterbekommen, ja. Vielleicht stellen wir das hier ein bisschen enger, dass die Spüle da hinkommen kann. So, meine Damen und Herren. Ihr müsst jetzt ein bisschen schneller essen. Vergesst das Kauen, schluckt einfach runter. Okay, noch 3 Leute. Ja... Das haben wir ja schon alles nach hierhin gepackt und so, ne? Mhm. Weil jetzt können wir noch nichts umstellen. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber die Köche... Achso, die Köche, okay, da haut wieder einer ab. Genau, nimm dir noch einen Snack. Das ist cool, das ist schön. Ja, einen Arbeitstisch und einen Koch müssen wir noch einstellen. Können wir den schon... Können wir den noch, jetzt schon einstellen. Verwaltung.
bezahle, genau. So, wir nehmen einen guten wieder, ne? Wir brauchen gute. Arbeitsgeschwindigkeit, das finde ich gut. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Und der ist nicht so motiviert, ne? Zahle die Prämie. Achso, das können wir noch gar nicht machen. Ja, mit Prämien zahlen, ich weiß nicht, wir machen die echt miese hier in den Laden, ey. So, Kunde ist weg. Wo ist der Kunde hin? Ist er auf Toilette gegangen? Oh, oh, ja, sorry, oh, oh. Wollten ja nicht stören, ne? Können wir das jetzt umstellen? Immer noch nicht, weil der Kunde nicht draußen ist. Ja, die blöde Spüle müssen wir dann noch unterkriegen, weil ich möchte den anderen Arbeitstisch hier hinhauen. Es geht nun mal nicht anders. Es ist einfach zu klein hier. Oder wir hätten die Küche. Ja, es ist ja auch blöd, ne? Die Küche muss halt hier hin. Aber ich finde, das ist einfach alles zu klein hier. So. Letzte Kunde haut ab. Dann können wir Gas geben. Das nicht. Ich möchte gerne. So, nee. Das steht schon alles so ein bisschen eng, ne? Das Ding hier bewegen wir mal. Ja, mehr geht nicht. Hier kriegen wir gar keine Stühle hinter. Verdammt. Wir hauen jetzt erstmal die Spüle hier so mitten im Raum rein. Und gehen unter da. Ja, was können wir kaufen? Oh, guck mal, was ist das denn hier? Küchentisch Level 3. Boah, was hauen wir hin da? Passt gar nicht dahin, oder was? Innen. Ja, innen. Was kriegen wir gar nicht dahin, ne? Ja, super. Das finde ich doch schön. Schön finde ich das. Dann müssen wir den mitten im Raum reinhauen. Dann hauen wir jetzt das hier. Bewegen wir dahin. Weil die Spüle passt ja noch dahin. Es ist einfach schrecklich hier bei uns. Was ist das für Arbeitsbedingungen hier? Jetzt kriegen wir noch nicht mal einen weiteren Koch eingestellt, weil... Ne, es geht nicht. Wir kriegen den hier nicht hingebaut. Schön. Machen wir denn da? Ja, wir können... Nee, es geht nicht. Ja, mehr Kunden können wir einfach... Das funktioniert nicht jetzt. Ich überlege jetzt mal, wie wir das alles ein bisschen besser bauen könnten hier oder hinstellen könnten, aber... So wie es aktuell ist, ist es gut, glaube ich. Oder wir müssen... geht das denn, die Fritteuse? Nochmal. Bewegen. So, das hauen wir jetzt dahin. Diese Fritteuse. Kriegen wir die nicht dahingestellt? Geht nicht, oder was? Das ist ja nicht. Ne, es geht absolut nicht. Wie sieht es denn mit diesem Grill aus hier? Kriegen wir einfach nirgendwo anders unter hier. Ja, hier kriegen wir sie hin, toll. Wow. Aber da auch nicht. Nee, es geht absolut nicht. Tja, Leute, das ist echt nicht cool. Wir bewegen mal. Okay. Wie ist das denn? Wir verkaufen mal diesen da. Und dann kaufen wir mal so einen schönen anderen Tisch. Der ist einfach breiter, oder wie? Der passt auch noch nicht mehr dahinter. Es ist echt unschön, dass wir den nicht... Doch, das geht. Okay.
Das geht. Das heißt. Achso, wir gucken mal, ob wir schönen neuen Herd. Guck mal da. Wir machen das so, dass wir die Dinger hier verkaufen, die alten Dinger hier. Und da, so neue Dinger da. Man kann das echt schlecht platzieren, ne? So, das Ding ist schon mal, ja. Nur an der Steckdose ankriegen, ne? Zack. Noch einen davon. Kriegen wir den auch noch näher ran hier. Ne, das muss man jetzt nicht verstehen, ne? Muss schon alles ziemlich gerade sein, ne? Also mehr geht er jetzt auch nicht. Er steht ganz dicht hinten dran. Den auch noch in der Steckdose. Naja, der ist auch nicht wirklich gerade da dran, ne? Mist, ey. Ich sehe die Steckdose jetzt auch nicht. Das ist aber jetzt auch ein bisschen schwierig hier, ne? Nee. Komm, das machen wir anders. Da holen wir jetzt noch mal eine neue Steckdose. Es ist halt, ist leider so. Warum geht das nicht? Verbinde! Also das Spiel, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Es ist, naja, hat noch so einige Fehler. So, jetzt aber. Würde jetzt Küche, da. Das Ding hier, ja. Ja. Es passt nicht dahin. Es passt einfach nicht dahin. Das ist nicht wahr. Es ist nicht schön. Ja, was machen wir da? Küchenumbau hier ist das sehr. Super. Warum geht das jetzt hier nicht? Aha. Nee, oder? Die packen wir jetzt mal richtig das schön in der Ecke rein. So, weiter geht nicht. Der Stecker, das sieht ja richtig cool aus. Nein, das beheben wir gleich. Aber ich will erstmal wissen, ob wir diese beiden Sachen einfach dazwischen bekommen. Ja, okay, das geht schon mal. Na gut, wir haben eine kleine Lücke jetzt dazwischen, ne? Auch unschön gerade. Kriegen wir dich dann ein bisschen weiter nach dahin? Oh, schlimm mit dieser Kamerasicht hier, oder? So, das ist erstmal das Maximale. Warum kriegen wir dich da nicht hin?
Ach nö. Ach nö. Kriegen wir den dahin? Auch nicht. Das ist auch schön jetzt. Ach so, das liegt an den hier, ne? Ja. Wie ist das denn, wenn wir das Ding einfach mal hier hinstellen? So wäre das ganz cool. Passt. Ah, das passt dann nicht mit den. Ah, okay. Das ärgert mich. Es ärgert mich, das ist doch nicht wahr. Wir kriegen hier einfach nicht mehr Platz raus. Und die haben das alles sehr, sehr schwierig gemacht, finde ich. Das Ding kriegen wir jetzt recht nicht dahin, ne? Ja, kriegen wir jetzt recht nicht dahin. Wir holen mal jetzt die Eismaschine hier vorne hin. Oder die stellen... Ne, das machen wir so... Okay, so, das würde auf jeden Fall gehen, ja. Rücken wir halt ein bisschen weiter nach vorne. Wir gucken mal. So, können wir jetzt das Ding... Wie sieht das aus? Können wir das auch da hinstellen? Sieht alles sehr blöd aus, ne? Ja, irgendwie sieht das nicht alles nicht so cool aus. So. Ja, wir müssen neue Steckdosen wieder. Steckdosen, die bewegen wir mal. Komm, das ist nicht mal so. So. Bewegen wir auch mal. Irgendwie schön dahinter. So. Jetzt haben wir hier wieder Luft. Jetzt kriegen wir immer noch nicht so ein Ding hier hin. Nee. Geht einfach nicht. Doch, Wahnsinn. Wahnsinn, wir kriegen doch so ein Ding hier hin. Aber dann haben wir erst die 3, ne? Das wäre ja cool, wenn wir den 4. auch noch irgendwo hinkriegen würden. Aber es ist ganz schon am Zittern hier, ne? Ich weiß gar nicht, woran das hier liegen soll. Aber. Also das ist das Maximale, ja? Okay. So, jetzt haben wir so ein Ding hier gebaut. So, hier. Ein Mitarbeiter, Grace. Ja. Toll, jetzt haben wir so einen Mitarbeiter eingestellt, den wir gar nicht brauchen, ne? Auch gut. So, und das Ding hier verkaufen wir mal. Wir holen uns jetzt, so. Ja, hier auch. Dich verkaufen wir auch. Ich hoffe einfach, dass durch diesen neuen Tischen hier ein bisschen schneller gearbeitet werden kann. So, dreimal Koch. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Wollte ich mir trotzdem noch einen weiteren Tisch gewünscht hätte. Wie ist das denn, wenn wir die hier bewegen? Geht die hier vorne? Oh, die geht hier vorne hin. Oh. Oh, das ist, sieht schon mal gut aus.
wir haben den, der Obdachlose ist wieder da, ne? Den machen wir mal lieber glücklich. Den geben wir ein bisschen Kleingeld, dann ist er glücklich, dann macht er hier nichts kaputt. Okay. Die hier bewegen wir auch mal. Zack. Die hier bewegen wir auch. Zack. Okay. Dann. Können die dann hier überhaupt noch dran arbeiten? Bin mir gar nicht sicher, ob die dann da an den Kühlschrank noch arbeiten können. Naja. Wir gucken mal. Okay, wie ist das denn, wenn wir so ein kleines Ding hier hinstellen? Geht das dann? Ne, geht nicht. Doch, es geht. Okay, dann gucken wir mal, ob so ein dickes Ding dahin geht. Geht auch. Schön, guck mal, wir kriegen, auch wenn mir die ganze Küche jetzt überhaupt nicht gefällt, haben wir 4 Köche. Oh, der Feuerwehrmann war wieder da. Ja, ist jetzt nicht ganz cool, ne? Ich bin mal gespannt, ob hier denn überhaupt noch einer drankommt dann. Naja, wir werden sehen, ne? Okay, Lebensmittelgeschäft. So, das bestellen wir einmal nach. Das bestellen wir nach. Und wir machen jetzt den Laden wieder auf. Und gucken uns das Ganze nochmal an, wie das läuft. Die Sachen packen wir jetzt rein. Das war Teich, einmal Teich, ne? Und einmal Mayo oder Milch. Ne, Milch ist das, ne? Oder was ist das hier? Ich weiß es nicht. Na gut. So. 4 Köche. Wir haben jetzt 4 Köche. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ob wir jetzt endlich mal die Bude hier voll kriegen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Einen Kommentar gerne dazu. Würde mich freuen und den Kanal weiterhelfen. Ja, Leute, wir sehen uns. Gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.